Ja. Willkommen zu einem neuen Part. Deponia. Chaos auf Deponia. Toilettentür. Verschlossen. Ach, wir brauchen den Schlüssel. Stimmt. Er hat den Schlüssel. Holen wir ihn uns. Und dann sprechen wir nochmal mit Gohl. Die hat jetzt ihre dritte Persönlichkeit eingenommen. Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Oh. Hey, Garlef. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon! Ich meine, Tod dem Organon. Haha. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Aha. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Langfinger, versteht du? Ah, ah. Ja. Du bist also... Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Schnibbelprofi? Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Aha. Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja. Aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Ich vermute, das wird noch nicht klappen, aber... Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha. Netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Und wo kriege ich offizielle Turnierfinger her? Ich gehe da mal wieder. Mach das. Aha, offizielle Turnierfinger. Den Schlüssel kriegen wir wohl erstmal noch nicht. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Ja, ein cooler Fisch. Rasiermesser Fisch. Hallo, Gohl. Oh wei. Das ist jetzt wahrscheinlich die... Hä? Du, was willst du? Die gefährliche Variante. Wunderst du dich gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Du bist in der Nähe. Das reicht als Erklärung. Tja, ich bin immer für eine Überraschung gut. Du bist quasi das menschliche Äquivalent einer spontanen Selbstentzündung. Wow, danke. Verdammt, es kam zu nett rüber. Du musst mit zu Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge, mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst? Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv. Rufus. Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte da mal eine Frau, die... Halt du dich da raus! Ach, mach doch, was ihr wollt. Wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ach ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar. Verstanden? Oh. Langweiler. Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst, um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt, warum bin ich nicht darauf gekommen? Tja. Du musst mitkommen,
Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Na und? Bei deiner Geburt auch. Aber hörst du mich meckern? Jetzt hör doch mal zu. Dein Implantat wurde beschädigt als... Na, schon langweilig. Bitte, Goal, du musst mitkommen. Zwing mich doch. Wär mal gespannt, wie du das anstellen willst, so ganz ohne Arme. Ich hab sehr wohl Arme. Ach, das sind Arme? Ich dachte, du hättest dich mit Spaghetti bekleckert. Präg sie dir gut ein. Du wirst sie nämlich kaum sehen können, wenn ich dir gleich den Hintern versohle. Rufus, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Glaube ich auch. Wenn ich jedes Mal einen Slotty bekäme, wenn ich diesen Satz höre. Dann könnte ich mir vielleicht endlich diese Kniescheibenprothese leisten, die ich angeblich so dringend brauche. Ich meine ja nur... Man muss vorsichtig sein bei temperamentvollen Frauen. Oder die Stahlplatte für den Schädelbasisbruch. Hörst du mir überhaupt zu? Oder diese Trommelfelltransplantation. Ich geb's auf. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Du könntest das Lied vom Dummdeppen für mich singen. Ha! Nichts einfacher als das. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Hey, Moment mal. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Ich sag doch, so geht das nicht. Aber du willst ja einfach nicht auf mich hören. Wenn ich jetzt zuhöre, singst du dann das Lied vom Dummdeppen für mich? Ich weiß nicht. Wie ging der Text doch gleich? Ganz einfach. Hier kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Mist. Na dann, Hier lungerst du also rum. Na und? Muss ich mich neuerdings bei dir abmelden? Ja, das wäre nicht übel. Träum weiter, Schlaffi. Ich weiß ja noch nicht einmal selbst, wie ich hier hingekommen bin. Aber wo ich schon mal da bin, kann ich genauso gut die Gegend erkunden. Und mit Gegend meine ich dieses Getränk hier. Hey, das kannst du doch nicht machen. Keine Panik. Das geht heute alles auf Rufus. Aber das war mein Feuerzeugbenzin. So hat es auch geschmeckt. Ich nehme dasselbe nochmal. Hey. Jetzt eine Zigarette. Ja, spontan Selbstentzündung. Immer gut. Komm doch bitte einfach mit. Nö, aber... Nö. Sturheit, dein Name sei Weib. Tja, ich hab dir ja gesagt, dass das so nicht geht. Wenn du meinen Rat hören willst. Nö. Aber... Nö. Was auch immer. Ich trau mich gar nicht. Nicht bei dieser Version von Go. Eieiei. Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Dich wickel ich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Oh. Oh, wei. Oh. Ja, nee. Dein Mund sagt nein, aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Na, vielleicht erstmal nicht. Ach, schade. Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Sie hat recht. Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Okay, was macht denn eine Frau wie du an diesem Ort? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh wei. Warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Ja gut, ich würde mal sagen, die Baby-Goal, die nehmen wir als erstes. Ich denke, die können wir am leichtesten überzeugen. Upsi, ich muss kurz eingenickt sein.
Kein Problem. Zumindest solange du keinen direkten Hautkontakt mit der Theke hattest. Du bist lustig. Aha. Okay, ja, momentan eher weniger, aber... Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Aha. Das Ambiente stimmt schon mal. Ich werde die drei Goals im Handumdrehen um den Finger gewickelt haben. Ja, mit der Baby-Goal fangen wir an, weil die wird am leichtesten sein. Für die müssen wir uns nur den Widerstand anschließen. Wenn ich es mir richtig überlege. Okay, wir erkunden nur noch ein wenig die Stadt, bevor wir die Komplettlösung raussuchen und ja, resignieren. Aha. Zum Apotheker. Mit den Leuten hier können wir nicht reden. Sehr schade. Das sind ganz interessante Persönlichkeiten. Ach, da geht's zu Docs Werkstatt. Da geht's zu Fragezeichen. Oh, ich würde sehr gerne mit den Leuten hier sprechen. Das ist also schade, dass wir den nicht auswählen können. Fuß langweilt sich schon. Vor allem der hier, mit dem würde ich gerne sprechen. Der Koch hier, das ist Wahnsinn. Das sieht nach coolen Charakteren aus. Vor allem die ältere Dame, die mit dem Seehund spielt. Nachher mal beim Apotheker, der scheint auch ein cooler Typ zu sein. Auerweicher. Ui. Müllcontainer. Abgelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Abgelaufene Beruhigungspillen. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Tja. Diese Erdnüsse lasse ich lieber nicht zu nah an meine Sachen. Nicht, dass ich generell Angst vor Keimen hätte. Aber diese hier tragen Strumpfmasken. Wäre schon lustig gewesen. Bolivers Erdnüsse sind viel keimiger als Lonzos. Einige Bazillen haben sogar Farben, die ich noch nie gesehen habe. Sieht aus, als sei ich endlich in der Zivilisation angekommen. Okay, hallo Apotheker. Was? Wo? Ja, was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Ja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Scheinbar. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Oh ja, ich hätte gerne einen Heiltrank. Ich hätte gerne einen +5 Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken, aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Ach so. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Ja, ich habe hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Nee, es enthält diverse bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnizio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir? Das klingt großartig. Kann ich nicht doch so eine Gratis-Gurke bekommen? Nur im Austausch gegen einen Coupon. Na toll.
Und woher bekomme ich jetzt diese Coupons? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Aber ich sehe keine kostenlose Apothekenzeitschrift. Ich auch nicht. Aber hörst du mich jammern? Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Ja. Als ich vorhin Pause gemacht habe, war auf jeden Fall noch ein Exemplar da. Ich habe ein neues Abführmittel getestet und da musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Und du hast das Magazin mit aufs Klo genommen? Wozu? Um dir die Cartoons anzugucken? Schon mal was vom Blindenschrift gehört. Außerdem fehlt es in Gullivers Spelunkenklo immer an Klopapier. Aua. Blindenschrift als Klopapier stelle ich mir gerade nicht vor. Woher bekomme ich gleich die Coupons für die Gratisgurke? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift. Ach so, ja, natürlich. Tut sie nicht. Ich hab's mal kurz vergessen. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Ja. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Ja. Da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Aha, die rhythmische Hintergrundmusik.